Hallöchen und willkommen zurück zu 4 vor Sale, Stadt der Vergangenheit. Wo wir in der letzten Folge hier in Amelias Haus gekommen sind und ihre Mutter Sophia kennengelernt haben. Und natürlich auch wieder ein paar Hinweise bezüglich... Autsch, jetzt ist mir doch ein bisschen zu laut. Bezüglich ihrer Fähigkeiten herausgefunden haben, dass sie eher die Zukunft voraussehen kann in ihren Zeichnungen, als sie heraufbeschwören, was die anderen natürlich dementsprechend anders interpretieren. So, was haben wir denn alles im Inventar? Ein bisschen viel für meinen Geschmack gerade, aber... Es wird hoffentlich dann wieder ein bisschen weniger. Was brauchen wir denn? Wo müssen wir denn hin? Sprich mit Frank über Amelias Zeichnung. Ah ja, deswegen haben wir die Zeichnung erhalten. Was war das? Kommt der Blitz jetzt auf immer her? So, hier ist alles weg. Ich guck nochmal eben schnell auf die Karte. Okay, jetzt dürfen wir hier... Vor Evelyns Haus. Dürfen wir jetzt auch noch ins Haus? Was wir vorhin noch nicht durften. Haben wir hier irgendwas, was wir verwenden können? Scheinbar nein. Scheinbar nein. Na gut, dann gehen wir halt ins Haus rein. You journalists sure are persistent. I told you we're leaving. I have nothing more to say. Please, leave him alone. Don't you think he's suffered enough? Der Arme hat genug gelitten. Hier schon mal was. Noch was. Haben wir die Map wahrscheinlich auch schon abgeschlossen. Ja, die Szene ist durch. Evelyns Haus. Warum wird denn das jetzt als fertig... Keine Ahnung. Dürfen wir hier sonst noch irgendwas machen? Mit ihm reden. Okay. Achso, Zeichnung zeigen. Are you accusing me of something on the basis of a kid's drawing? Evelyn was my wife. I loved her. Now leave me alone. Let me go! Please! Help! Frank, no! Please, you've got to help! Those awful sculptures of Evelyn's dragged my husband to her half of the house. We closed it off. Too many bad memories, and that so-called art is just scary. Okay. I'll see what I can do. Why don't you call the police? Läuft. Die Statuen können ja doch laufen. Oh, wei, oh wei. Oh, wei, oh wei. So, gucken wir mal, wie lange ich hier jetzt noch machen kann. Sonst muss ich die Aufnahmen kurz pausieren. Nicht gleich beruhigt. Aber so wie es ausschaut, muss ich sie wohl eben kurz mal pausieren. Deswegen mache ich an YouTube. Bis gleich. So, und hiermit wieder willkommen zurück. Für euch war es nur eine kurze Unterbrechung. Für mich hat es leider ein Weilchen länger gedauert, bis er wieder einigermaßen eingeschlafen ist. Ich hoffe inständig, dass er jetzt eine Weile schläft. So, wir haben hier ein, wir haben Medaillon mit Foto. Passt da aber nicht rein, obwohl es eine Herzform hat. Und Staubwedel kriegen wir. Oh, das ist ein nettes Vieh. Das ist ja ein nettes Vieh. Also...
Wie schon einmal erwähnt, bin ja jetzt zweifacher Familienvater und da müssen Unterbrechungen halt auch mal sein. Vermute, Franks neue Frau hat Evelyns Bild entfernt. Wieso, weshalb, warum? Vermute. Vermute mal. Er ist nicht derjenige gewesen, die sie... Naja, mal gucken. Sehen wir ja dann. Hier tut sich gleich mal gar nichts, weil dir fehlt eine Figur. Ballerina kann ich wahrscheinlich nicht einfügen. Wäre ja schön gewesen. Okay, dann springen wir dem Typen mal hinterher. Und gucken mal, was die Statuen so mit ihm anstellen. Now I need to get past this door. Was sind alle Türen verschlossen? Was glaubst du denn? Aber das ist ja mal sehr skurril. Was hat denn... Okay. Das ist langsam nicht mehr normal. Oh, da verändert sich was. Und da haben wir noch eine medizinische Ausrüstung. Und ein Kind, was Albträume hat. Denn das hier, da fehlt doch was. Staub, staubbedecktes. Staubwedel, du hast deinen Einsatz. Fehlt was. Fehlt eine Ballerina. Auch nicht. Ah ne, wir nehmen die Ritterfiguren und stecken die Ballerina da rein. Okay. Der hat definitiv Sinn für Geschmack, was die Einrichtung betrifft. Nicht. Das könnte hinhauen. Okay. Okay, den kennen wir doch. Das ist unser Herr Kollege von draußen. Wilden Horn. Ach ja, was Lautes. War doch was. Okay, da fehlt ein Engelskopf und jetzt fehlen noch Engelsflügel. Kopf haben wir jetzt so gefunden. Gehen wir auf die Karte, da ist auch alles abgeschlossen. So, dann gehen wir mal zwei Schritte zurück. Weil da war ja die Krähe. Weg wollte. Und dann kommt ein Clown an und verjagt die Krähe, klar. Was ist das denn hier? Ein Truhenbild. Da rein. Deine Linse. Doll. Die Uhrzeiger und stelle die richtige Zeit ein. Das Level überspringen. Wie was machen dürfte. Das einer. Der zweite. Sag doch mal, was ich suchen soll. So, 12. Ach nee. Ich. What the fuck? Okay, hier braucht man nur was einfügen. Da ist was. Und die Schürze. Ach du Schreck. Sich wohl
auch gedacht, machen wir mal was Kurioses, machen wir mal ein Schiebebild raus. Oh Mann. War ja leichter als geplant. Okay, wir sind hier durch. Das ist ja mal schnell gegangen. Faunfeder. Und das Herz. Ein mechanisches Herz haben wir gefunden. Den wird's Wimmelbild. Ist ja richtig süß gewesen. Oh, mechanisches Herz. Da komische. Ein Sonnenring raus. Schon mal erwähnt, es kann passieren, dass ich hier dann wieder kurz Päuschen machen muss. Ein Truhenbild. Da fehlt noch eins. Gut. Wir haben einen Ring. Faunfedern, Ritter. Orb. Weiß nicht, was wir damit anstellen sollen. Ist auf gut Deutsch gesagt das Übliche. Nee, da fehlt eine Figur, da fehlt ein Horn. Na gut, dann bleibt uns ja wohl nichts anderes über, als wieder zurückzulaufen. Und zu gucken, ob noch irgendwo was ist. Ding. Ritterring, Faunfeder. Das kriegen wir so nicht abgeschabt. Warte mal, ein Sonnenring. Ah, da fällt doch was. Oh, Horn. Dafür brauchen wir einen Sonnenschlüssel, super. Der Sonnenring da, der Sonnenschlüssel da. Läuft. Und das Horn. Für die nächste Tür. Ab jetzt. Na gut, gehen wir noch durch. Mal gucken, was drin ist. Ein Wimmelbild. Oh, ein Wimmelbild. Was ist das denn? Ach du Schreck. Klingt ja gut an. So, wir suchen eine Muschel. Da. Okay, wir suchen dafür die Teile. Gut zu wissen. Schmetterling, Kerze, Fisch. Weiß, dass der Timer gerade abgelaufen ist. Kerze. Und Ritter dabei raus oder was? Schmetterling und Fisch. Fisch haben wir hier. Schmetterling haben wir hier. Bigami habe ich doch auch schon irgendwo gesehen. Ein Ei. Gelee-Blatt. Ja. Eine Schallplatte. Wer kennt die Dinger noch? Schallplatten? Oh, ein Steuerrad. Schallplatte, Schallplatte, Schallplatte. Ah, das ist unser Großer beim Zähneputzen ein bisschen zu laut. Und hier den Kleinen gleich auf. Was brauchen wir denn noch? Damit können wir da oben nicht anfangen. Hammer. Ah, da sind wir. Nein. Und eine Uhr bei raus und dahinter liegt ein Stein. Stein ist nicht vorbeigefallen, obwohl da, ja. Mal. Lassen wir mal die Schlussfolgerung. Ich komme hier sonst gerade durcheinander. Ein Besen.
Da oben ist das Juwel. Ja, was ist denn das für ein Kopf? Mir fehlt immer noch ein Hammer. Ach. Hab ich ja schon fast drauf gedrückt, ey. Oh. Eine Amelia-Figur fehlt noch. Feuer entzünden. Okay. Holz. Streichholz. Feuer. So. Schmelzen wir uns was Eigenes ein. Dass das überhaupt funktioniert. Bei dem lochigen Ding. So. Und dann haben wir hier eine Amelia-Figur. Läuft. 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 So, ich hoffe natürlich, dass euch das Live-LP bis jetzt gefallen hat und ja, würde mich natürlich auch mal freuen, wenn ihr mal bei einem Livestream abends mit dabei sein würdet. Ihr könnt ja mal unten in der Videobeschreibung schauen. Ihr könnt ja mal unten in der Videobeschreibung schauen. Das sind meine Streaming-Kanäle inklusive Facebook und Co. verlinkt, wo auch mal Nachrichten kommen, wann ich online gehe. Meistens abends. Und dann wünsche ich den YouTubern natürlich noch weiterhin einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Euer Davilu und tschüss.